First, I just want to say welcome to the students, to people who might be here from the public, to colleagues, and to our guests, Professor Klaus Neumann. And this is a really great way for us to begin what will be hopefully a dynamic lecture series. And the lecture series itself is called, let me see if I have the name here, it's called Migration and Displacement, Histories and Myths and Myths. And one of the things, or history, stories and myths. And one of the issues is to understand how we understand migration today in the context of a much longer history and why that matters. So it's also because to ask why history matters. And one of the reasons is that what we think is the norm is often what is understood as the norm today, which is projected back into the past. So all of a sudden you think it's the norm throughout time, and it's always been like this. So one of the things we want to do is challenge what we understand today about human mobility and why that matters and how we can look forward to different kinds of imaginaries or what that might be. But before we go any more into that, I want to also introduce Marcia Schenk, who will be my co-host today and who is Professor of Global Histories at the University of Potsdam. And it's really thanks to Marcia and also our colleague Filippo Carlo Ubing, who's also Professor of Ancient History, and our colleague Aika Faber, who's in the audience, yes, who's also a Professor in Ancient History. And what we've done is we've brought together this lecture series, but also a couple of other courses as an exploration about what it would mean to think about migration across different subjects. So we're trying to set up a foundation for migration studies program. And to do that, that's why I'm here, because I also work on migration. I'm from the UK. I'm also an ancient historian. And the DAAD has supported us to do this. So it's really exciting to be here, partly because it may not have happened because of COVID. We found out very late. But I think the importance of the subject has meant that all of us and all of you have committed to doing this in a very quick way and quite seriously. And the time now is both a very hopeful time, but also a very difficult time to think about migration. So I'm going to introduce Professor Klaus Neumann very briefly as a friend and a colleague who has really challenged me to think very differently over many years now about not just migration, but about hospitality, about refugeehood, and also about our own position, whether as a professional researcher, whether as an unprofessional researcher, whether as a student, as a guest, as a host, maybe as a refugee, about how we relate to each other, who are far and who are near, and how we relate to the institutions wherever we are, and also our global responsibilities. And I think that's the kind of way we want to start this conversation today. Now I'm going to hand over to Marcia just to introduce Professor Neumann. Thank you. Es ist auch mir eine Ehre, heute Klaus Neumann hier in Potsdam willkommen heißen zu dürfen, und ich werde kurz ein paar Worte auf Deutsch zur Biografie sagen. Klaus Neumann ist Historiker und Kulturwissenschaftler und ist wieder nach Deutschland zurückgekommen, lebte bis vor 3 Jahren in Australien und hat auch viele Bücher über den australischen Kontext geschrieben. Die Themen, denen er sich widmet, sind vor allem Flucht und Migration, aber auch Themen wie historische Gerechtigkeit, was ist die Rolle von Geschichtswissenschaften, wie können Geschichtswissenschaften sich auf Fragen, die uns in der Gegenwart bewegen, beziehen, Erinnerungspolitik und postkoloniale Geschichte. Er erhielt außerdem den Chess-Preis in Australien für herausragende geisteswissenschaftliche Arbeiten und publiziert viel zu Themen wie Zwangsmigration und Menschenrechte. Da möchte ich nur ein Buch nennen, Across the Seas, Australia's Response to, Refugees, A History, aus dem Jahre 2015. Derzeit arbeitet Klaus Neumann am Auftrag eines Buches über die Geschichte des Umgangs mit Geflüchteten im wiedervereinigten Deutschland an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Willkommen und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, schönen Dank für die freundlichen Worte zur Einleitung und schönen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Nur so aus Interesse, wer von Ihnen ist denn nicht von der Uni Potsdam?
Gut, sehr schön. Sie sind die Öffentlichkeit. Zwei Öffentlichkeiten. Wunderbar. Was nützt uns die Geschichte? Was nützt sie uns fürs Leben? Das fragte sich vor anderthalb Jahrhunderten Friedrich Nietzsche, dessen Formulierung ich in meinem Titel paraphrasiert habe. Das ist eine sehr grundlegende und, wie ich finde, sehr wichtige Frage. Sie wird viel zu selten gestellt, da angenommen wird, die Antworten liegen doch auf der Hand. Die Geschichte helfe uns, uns unserer Identität zu versichern und verorte uns in der Welt. Außerdem ermögliche die Geschichte uns, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, beziehungsweise die Wiederholung solcher Fehler zu vermeiden. Ich denke, es lohnt sich, dergleichen Plattitüden kritisch zu hinterfragen. Das soll jetzt keine Vorlesung zu Nietzsche sein, also bitte nicht wegrennen. Und es wird auch kein einstündiges Lamento über die Lernunfähigkeit der Menschheit. Da dies die erste Vorlesung der Ringvorlesung Migration and Displacement ist, möchte ich dennoch ein paar allgemeine Überlegungen zur Historisierung von Zwangsmigration und zur Rolle dessen, was Nietzsche die Historie nennt, anstellen. Und zum Einstieg ein paar Bemerkungen zur historischen Einordnung des derzeit alles beherrschenden Themas, wenn es um Migration und Vertreibung geht, nämlich der Flucht von Menschen aus der Ukraine. Anfang März, kommen wir jetzt die zweite, der Krieg in der Ukraine war noch keine zwei Wochen alt, berichtete die Süddeutsche Zeitung unter der in Anführungszeichen gesetzten Überschrift. Geht das vielleicht so, dass wir die Slides ein bisschen größer haben? Dass man, ja. Unter der in Anführungszeichen gesetzten Überschrift, wir werden das wieder schaffen, über ukrainische Flüchtlinge und Reaktionen auf sie im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Sie müssen jetzt nicht wissen, wo das ist. Die Schlagzeile evoziert Angela Merkels berühmten und später umstrittenen Satz aus dem August 2015. Im Zeitungsjournalismus sollen Schlagzeilen Neugier erwecken. Unterzeilen sollen vermitteln, worum genau es in einem Artikel geht. Und hier lautet die Unterzeile: Der Landkreis Ebersberg bereitet sich auf 1000 Ukraine-Flüchtlinge vor. Die ersten sind bereits hier. Nun geht es auch darum, Fehler wie 2015 zu vermeiden. Und dann legt der eigentliche Artikel los. Die ersten kamen am Freitag. 8 Mädchen und 2 Nonnen aus der Ukraine, die vor den russischen Angriffen geflohen waren. Dank Helfern aus dem Landkreis Ebersberg gelangten sie sicher nach Deutschland. Ordensschwestern, die in der Ukraine Waisenmädchen betreuten, die Frauen und Mädchen wohnen jetzt in einem Privathaus in der Gemeinde Poing. In diesem ersten Absatz des Zeitungsartikels geht es vordergründig um eine Geschichte, die im März 2022 passiert. Aber im Verein mit Schlagzeile und Unterzeile geht es natürlich auch um eine Deutung der Ereignisse 7 Jahre zuvor. Die Leserschaft der Süddeutschen Zeitung wird ermuntert, beim Lesen dieses ersten Absatzes Geschichte mitzudenken, wie bei einem Spiel, in dem es darum geht, Paare zu vervollständigen. Das kann man jetzt nicht lesen, aber das macht nichts. Also 2022, 8 plus 2, ne? Nonnen und Mädchen, 2015 Massestrom, Tsunami, 2022 Frauen und Mädchen, 2015 Männer, Christen heute, Muslime 2015, Helfer aus dem Landkreis, auf der einen Seite Schleuser, auf der anderen Seite, gelangten sie sicher nach Deutschland. Heute kamen sie unkontrolliert in Deutschland an. Damals, sie betreuten Waisenmädchen. Heute, unter ihnen befanden sich sicher islamistische Terroristen damals. Und schließlich Privathaus versus Turnhalle. Jetzt wird auch klar, warum der letzte Satz der Unterzeile lautet: Nun geht es auch darum, Fehler wie 2015 zu vermeiden. Und nicht etwa, nun geht es auch darum, die Fehler von 2015 zu vermeiden. Der Journalist beabsichtigte also nicht,
Fehler, die bei der Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 gemacht worden waren, zu identifizieren und damit ihre Wiederholung bei einer Krise, die der vor 7 Jahren möglicherweise ähnelt und definitiv mit ihr vergleichbar ist, Vorschub zu leisten. Denn, so suggeriert es der Zeitungsartikel, 2015 und 2022 lassen sich nicht miteinander vergleichen, weil vor 7 Jahren ganz andere Menschen unter ganz anderen Umständen kamen. Was ich nicht wiederholen soll, ist 2015 schlechthin. Die Ankunft hunderttausender Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Zentralasien und nicht der Umgang mit ihnen, das war der Fehler. Der Artikel aus der Süddeutschen ist noch aus einem anderen Grund interessant. Die Schlagzeile zitiert nicht etwa Angela Merkel, sondern einen jungen Mann, der für eine Flüchtlingsinitiative arbeitet und vor ein paar Jahren mal, aber das wird in dem Artikel nicht erwähnt, mit der CIA im Mittelmeer Bootsflüchtlinge rettete. Es sind dessen Worte als Zitat kenntlich gemacht, die als Schlagzeile dienen. Der Flüchtlingshelfer benutzte Merkels Worte, um den ihn befragenden Journalisten zu versichern, dass die Menschen in Oberbayern schon mit den ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine klarkommen würden. Auch wenn es dann doch sehr viel mehr als bloß 2 Nonnen und 8 Mädchen sein sollten. Aber damit berief er sich eigentlich nicht auf Merkels Satz, sondern auf die Bedeutung, die dieser Satz im Nachhinein erhielt. Als wenn es Merkel damals, kurz nachdem sie im sächsischen Heidenau wüst beschimpft worden war, bloß um eine logistische Herausforderung gegangen wäre. Im Kontext des Zeitungsartikels ließe sich die Schlagzeile auch so deuten. 2015 war eine ganz andere Situation als heute. Doch im Landkreis Ebersberg hatte man die damaligen logistischen Herausforderungen nichtsdestotrotz bewältigt. Deshalb sollte das heute erst recht gehen. Bleiben wir einen Moment in Bayern. Zumindest der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU hat, wenn er an 2015 denkt, nicht nur logistische Herausforderungen im Kopf. Aber auch er ist der Meinung, dass die aktuelle Lage ganz anders sei als 2015. Die Gefahr für die Ukrainer sei so eklatant, sagt Herrmann, dass kaum jemand gegen eine Flüchtlingsaufnahme sein könne. Und weil die aktuelle Lage eben ganz anders sei, sei es auch möglich, dass man dieses Mal wieder Turnhallen zur Beherbergung von Flüchtlingen verwenden wird. Ohne es auszusprechen, fügt Herrmann den Paaren, die in dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung evoziert werden, noch eins hinzu. Eklatante Gefahr auf der einen Seite und die Abwesenheit eben solcher Gefahr in den Herkunftsländern der Flüchtlinge von 2015. Von Bayern nach Brandenburg. Holger Kelch, der Oberbürgermeister von Cottbus, weiß, warum seine Cottbusser, die 2015 gegen die Aufnahme von Asylsuchenden auf die Straße gegangen waren, heute so aufnahmebereit sind. Da kommen hauptsächlich Frauen und Kinder. So stellen sich viele Halbkriegsflüchtlinge vor, sagt Kelch. Die 2015 ankamen, entsprachen dieser Vorstellung offensichtlich nicht. Anders als Joachim Herrmann ist sich Kelch nicht sicher, ob sich die Ablehnung von 2015 wiederholen wird. Cottbus könne nur 1500 Menschen aufnehmen. Sonst, so Kelch, laufe die Stadt über. So ähnlich wohl wie 2015, als sie nämlich, Zitat Kelch, abgesoffen sei. Wir sind gerade noch in der Euphoriephase, sagt Kelch, aber wir müssen aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Was Cottbus angeht, ist das eine einigermaßen verwunderliche Aussage, denn dort war die Stimmung bereits vor der Nichtschließung der Grenzen im September 2015 äußerst gereizt. Aber hier wiederholt sich möglicherweise die Geschichte auch, denn in vielen Teilen Deutschlands hat im Spätsommer und Herbst 2015 ein medial verstärktes Raunen von einer bald kippenden Stimmung den Stimmungsumschwung antizipiert und diesen so zumindest beschleunigt, wenn nicht gar erst möglich gemacht.
Wie könnte man sich ein medial verstärktes Raunen heute vorstellen? Wenn der Krieg andauert, wenn die üblichen Verdächtigen, zum Beispiel die Bild-Zeitung, irgendwann bemerken, dass zunehmend Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, die nicht schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Menschen, die hier keine vorherigen Kontakte haben und in Flüchtlingsunterkünften anstatt in Privatquartieren untergebracht werden müssen. Man wird sich dann daran erinnern, dass die Ukraine das ärmste Land Europas ist. Und aus den Kriegsflüchtlingen werden dann ganz schnell Wirtschaftsflüchtlinge. Schon jetzt übrigens gibt es ja solche und solche Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Waschechte Ukrainerinnen auf der einen Seite und auf der anderen Angehörige der 400.000 Menschen umfassenden ukrainischen Roma-Minderheit. Oder Menschen aus Asien und Afrika, die in der Ukraine arbeiteten oder studierten. Wenn zu uns kommende Menschen aus der Ukraine nicht mehr als Kriegsflüchtlinge willkommen geheißen werden, dann werden sie womöglich wieder zu Wirtschaftsflüchtlingen. Dass die Ukraine vor dem Krieg ein Herkunftsland nicht legitim erachteter Migration war, wird deutlich, wenn man den letzten gerade erschienenen Migrationsbericht der Bundesregierung liest. Der gibt an, dass 2020 ein Viertel aller Zurückschiebungen an der Grenze ukrainische Staatsangehörige betrafen. Auch einige derjenigen, die die Ankunft zahlreicher ukrainischer Flüchtlinge kritisch sehen, bemühen den Vergleich mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-2016. Ein prominenter Vertreter ist der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Der ist für einschlägige historische Vergleiche gleich aus zwei Gründen qualifiziert. Zum einen, weil er Geschichte studiert hat und dann als Geschichtslehrer und später als Stadtarchivar gearbeitet hat. Und zum anderen, weil er 2016 österreichischer Innenminister war. Und in dieser Funktion war er für eine Verschärfung des Asylrechts verantwortlich. Denn, so erklärte er einmal im September 2016, es muss allen klar sein, die Migrationswellen haben keine Chance, nach Österreich zu kommen. Angesichts einer bevorstehenden neuen Migrationswelle sprach sich Sobotka zwei Tage nach dem Beginn der russischen Invasion zwar für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine aus. Doch das strategische Ziel müsse sein, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Flüchtlinge überhaupt erst das Land verlassen. Zitat Sobotka: Wir müssen schauen, dass die Ukrainer in der Ukraine bleiben und dass sie ihr Land letzten Endes verteidigen und ihre Identität wahren. Das ist ja auch Menschen aus Syrien und Afghanistan wiederholt gesagt worden. Sie sollten gefälligst ihre Heimat verteidigen, anstatt in Europa Zuflucht vor dem Krieg zu suchen und unsere europäische Identität zu bedrohen. In dem Bemühen, die Entscheidung zur Flucht zu diskreditieren, verglich Sobotka die russische Invasion noch mit einem anderen historischen Ereignis. Er fragte: Was wäre gewesen, wenn 1945 alle aus Österreich geflohen wären? So wie die Österreicher und Österreicherinnen 1945 den Einmarsch der Roten Armee verkraftet hätten, so könnte man von den Ukrainerinnen und Ukrainern erwarten, den Einmarsch der russischen Armee auszuhalten und nicht gleich davonzulaufen. Damit bedient Sobotka das Narrativ, mit dem Wladimir Putin, der übrigens ein Meistererzähler historischer Narrative ist, hausieren geht. Die Ukraine müsse besetzt werden, um sie zu denazifizieren, genauso wie Österreich und Deutschland 1945 besetzt wurden, weil sie denazifiziert werden sollten. Überhaupt die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus. Es gibt dieser Tage kaum eine Fluchtbewegung, zu deren Deutung die nicht herangezogen wird. Für diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt haben, weckt der Krieg in der Ukraine traumatische Erinnerungen an die Angst, bombardiert zu werden zum Beispiel, aber auch an Fluchterfahrungen. Alte Leute, so wird in diesen Tagen vielfach berichtet, trauten sich nicht mehr aus dem Haus und könnten nicht mehr schlafen. Ich habe gerade vorhin in den Nachrichten gehört, dass
dass diese Helpline, die es gibt für alte Leute, dass die im Augenblick überlaufen ist oder wie sagt man also, dass die ganz viele Leute anrufen, alte Leute, die eben sich an traumatische Ereignisse aus ihrer Kindheit erinnern. Für die ab den 1950er Jahren in Westdeutschland Heimatvertriebene genannt wurden und der DDR offiziell anfangs Umsiedler hießen, kann die Erinnerung an eigene Fluchterfahrungen Empathie mit den Flüchtlingen aus der Ukraine auslösen. Ein hessischer Funktionär des Bundes der Vertriebenen berichtete vor einigen Tagen, dass Mitglieder seines Kreisverbandes, Zitat, vorrückende von Infanterieeinheiten begleitete russische Panzer, Explosionen, das ferne Donnergrollen der Artillerie und Gewehrschüsse aus nächster Nähe, Luftangriffe und die Angst vor dem Tag danach, die Angst überrollt zu werden und die Angst vor einer Besatzungsmacht lebhaft erinnerten und dass der Kreisverband deshalb im Kreis Bergstraße ankommende ukrainische Flüchtlinge mit Geld unterstütze. Das war übrigens 2015 ein vielfach in den Medien erörtertes Thema. Sind Deutsche, die nach 1944 aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten geflohen waren, besonders empfänglich für die Nöte von Flüchtlingen heute? Diese Frage ließ sich damals nicht eindeutig beantworten. Diejenigen, die mit den damaligen AfD-Sprechern Alexander Gauland und Frauke Petry der Meinung waren, dass man als ehemaliger Vertriebener oder Kind von Vertriebenen keine Verpflichtung zur Empathie gegenüber Flüchtlingen habe, argumentierten, dass deutsche Heimatvertriebene und syrische Asylsuchende wenig gemein hätten. Auch jetzt ist schon zu hören, man solle nicht vorschnell Vertriebene und Flüchtlinge in einen Topf werfen. Die niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, die CDU-Politikerin Editha Westmann, beispielsweise hat sich kürzlich dagegen ausgesprochen, die Menschen aus der Ukraine als Vertriebene zu bezeichnen, da sie geflüchtet seien und nicht vertrieben wurden. Das sollte es mal jemandem aus Mariupol erzählen, dass die nicht vertrieben worden sind. Begrifflichkeiten sind fast immer historisch belastet. Wenn die Menschen aus der Ukraine als Kriegsflüchtlinge gelten, dann schwingt in dem Wort Kriegsflüchtlinge auch noch seine letzte Verwendung in Deutschland nach. Während der Jugoslawienkriege nahm Deutschland ja schon einmal Kriegsflüchtlinge auf. Oder Menschen, die damals als Kriegsflüchtlinge kategorisiert wurden. Der Begriff Kriegsflüchtling mag manche auch an eine verwandte Wortkomposition erinnern, die des schon erwähnten Wirtschaftsflüchtlings. Unschuldiges Opfer der eine, nur durch die Aussicht auf ökonomischen Vorteil zur Migration bewogen der andere. Manche Begriffe sind wegen ihrer historischen Konnotationen umstritten. So wird in Deutschland heute von Abschiebung und Rückführung geredet, da der eigentlich naheliegende Begriff Deportation mit dem Holocaust assoziiert ist. Und wem würde es heute einfallen, diejenigen, die heute illegale Grenzübertritte ermöglichen, Fluchthelfer und nicht Schlepper, Schleuser oder Menschenschmuggler zu nennen? Neue Begriffe dienen dazu, Menschen von historischem Ballast zu dissoziieren, zu befreien, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und Österreich gestrandeten DPs, Displaced Persons, überwiegend ehemalige Zwangsarbeiter, Konzentrationslagerhäftlinge und Kriegsgefangene, sollten, wenn sie nicht repatriiert werden konnten oder wollten, in Ländern wie den USA oder Australien angesiedelt werden. Verantwortlich für die organisierte Auswanderung von DPs war die 1946 gegründete IRO, die International Refugee Organization, der direkte Vorläufer des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen. Die IRO prüfte auch, ob es sich bei einem DP wirklich um einen Flüchtling handelte. Die Flüchtlingsdefinition der IRO nahm einige Elemente der in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 festgeschriebenen Kriterien vorweg. Anfang der 1950er Jahre
befanden sich noch etwa 150.000 DPs in der Bundesrepublik. Die meisten, weil es ihnen nicht gelungen war, ein Aufnahmeland zu finden. Die Alliierten hatten darauf bestanden, dass die Bundesrepublik ihnen gewisse Rechte zugestand und die IRO schlug der Bundesregierung damals vor, sie offiziell Flüchtlinge unter dem Schutz der Vereinten Nationen zu nennen. Doch in Deutschland war der Begriff Flüchtling zu dem Zeitpunkt besetzt, nämlich von Sudetendeutschen, Pommern, Ostpreußen, Schlesierinnen, also jenen, die später durchgängig in Westdeutschland als Vertriebene bezeichnet wurden. Aus der Perspektive der ARO konnte das als Argument nicht gelten, denn gemäß der Flüchtlingsdefinition der ARO waren deutsche Vertriebene keine Flüchtlinge. Als die Bundesregierung 1951 den Rechtsstatus der im Bundesgebiet verbliebenen DPs mittels Gesetz absicherte, schuf sie eine neue Kategorie, die des heimatlosen Ausländers. Dieser Begriff verwies auf den kategorischen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Wichtiger noch, er verschwieg, was der Grund für die Heimatlosigkeit war, nämlich die Verschleppung der Menschen durch das nationalsozialistische Deutschland. In der öffentlichen Diskussion über die Flüchtlinge aus der Ukraine werden vor allem zwei Vergangenheiten thematisiert. Die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015-16 und die Fluchtbewegungen als Folge des Zweiten Weltkriegs. Interessanterweise kommen andere Vergangenheiten in dieser Diskussion kaum vor. Mir fallen dabei vor allem drei ein. Hier ist die erste. Es werden so gut wie nie Parallelen gezogen zwischen der Fluchtbewegung aus der Ukraine und den Fluchtbewegungen aus dem ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren, obwohl es sich in beiden Fällen um einen Krieg in Europa handelte. Obwohl in beiden Fällen die Flüchtlinge als Kriegsflüchtlinge bezeichnet wurden und die Größenordnungen durchaus vergleichbar sind. Das ist auch was, was man 2015-16 vergessen hat. Die Vertreibungen während der Jugoslawienkriege kommen in der derzeitigen Diskussion allenfalls vor, um zu erklären, warum die EU vor mehr als 20 Jahren die sogenannte Massenzustromrichtlinie beschlossen hatte, die nun im Fall der Fluchtbewegung aus der Ukraine angewendet wird. Als Russland am 24. Februar die Ukraine angriff, verstiegen sich zahlreiche Kommentatoren sogar zu der Behauptung, Putin habe den ersten Krieg in Europa seit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen am 1. September 1939 vom Zaun gebrochen, als habe es weder die Jugoslawienkriege gegeben, noch die Niederschlagung des Budapester Aufstandes, noch die Niederschlagung des Prager Frühlings. Die zweite dieser unbeachteten Vergangenheiten. Es wird jetzt viel von der Willkommenskultur des Sommers 2015 geredet. Davon, dass Menschen ihre Solidarität mit Menschen aus der Ukraine demonstrativ zur Schau stellen und dass Städte und Gemeinden, anstatt sich gegen die Zuweisung von Flüchtlingen zu verwahren, diese mit offenen Armen empfangen. Aber der Sommer 2015 war kein Einzelfall. Drei Jahre später, im Sommer 2018, empörten sich zahlreiche Menschen in Deutschland über das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer. Hunderttausende gingen auf die Straße. Die Empörung war besonders groß, als im darauffolgenden Sommer 2019 Carola Rackete, die Kapitänin der Sea-Watch 3, in Italien verhaftet wurde. Damals sagte zum Beispiel der CDU-Bürgermeister von Rottenburg, einer Stadt in Baden-Württemberg, dass er bereits Busse angemietet hätte, um die von der Sea-Watch geretteten Flüchtlinge von Sizilien nach Rottenburg zu bringen. Eine Koalition von Städten, angeführt von der Stadt Potsdam, erklärte sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, zusätzlich zu denen, die ihnen nach dem Königsteiner Schlüssel sowieso zugewiesen worden wären. Hier ist mein drittes Beispiel einer unbeachteten Vergangenheit. In meiner derzeitigen Wahlheimat Hamburg ist die offensichtlichste Parallele zur heutigen Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern nicht der Sommer 2015 und auch nicht die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus dem Kosovo und Bosnien in den 90er Jahren,
sondern die Aufnahme der sogenannten Übersiedler Ende 1989 und Anfang 1990, also Menschen aus der DDR, die erst über Ungarn und dann nach dem Mauerfall direkt in die Bundesrepublik ausreisten. Auch damals gab es zahlreiche Angebote von Privatpersonen, Menschen zu beherbergen. Die Hilfsorganisationen konnten sich vor Sachspenden kaum retten. Möglicherweise lässt die Geschichte dieser Übersiedler auch erahnen, wie lange eine Welle der Hilfsbereitschaft so normalerweise anhält. Am 28. Februar 1990, also etwa 100 Tage nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze, titelte das Hamburger Abendblatt bereits, Zitat, die Stimmung kippt. Ich will nun versuchen, ein wenig Ordnung in das bisher Gesagte zu bringen. Die Beispiele illustrieren vier wichtige Punkte. Erstens, nicht nur wird die Vergangenheit, genauer gesagt die erzählte Vergangenheit, eingesetzt, um die Gegenwart zu erklären und zu kontextualisieren. Erzählungen über die Gegenwart dienen auch dazu, die Vergangenheit zu deuten, sie manchmal umzudeuten und manchmal regelrecht mit ihr abzurechnen. Dabei muss die Vergangenheit nicht explizit thematisiert werden. Oft genügt es schon, durch den Gebrauch entsprechender Begrifflichkeiten an bereits kursierende Narrative zu erinnern. Die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge zum Beispiel gibt einen Anlass, um über 2015 zu reden und um möglicherweise die Geschichte von 2015 umzuschreiben. Zweiter Punkt. Natürlich werden Geschichte und Geschichten immer wieder neu produziert. Wenn ich Ihnen zum Beispiel die Geschichte der Übersiedler aus Hamburg erzähle, will ich damit eine neue Geschichte in Umlauf setzen. Aber meistens sind Erinnerungen und Geschichte ja bereits da. Es genügt, an sie anzuknüpfen oder sie bestenfalls zu mobilisieren. Bereits bei der Erwähnung von Begriffen wie Vertreibung, Flucht, Flüchtling, Asylant, Fluchthelfer, Deportation und so weiter schwingen Erinnerungen und Geschichten mit. Zum Teil können das ganz persönliche Erinnerungen sein. Zum Teil sind es aber auch Erinnerungen, die wir mit anderen teilen und die durch regelmäßigen Austausch gefestigt werden. Dritter Punkt. Die Vergangenheit, die wir erinnern oder historisieren, ist nur ein Bruchteil dessen, was historisiert oder erinnert werden kann. Es geht also bei der Verfertigung von Geschichte und Geschichten immer auch um eine Unmenge von Vergangenem, das verdrängt oder vergessen wurde. Und schließlich viertens, Narrative über die Vergangenheit rekurrieren ihrerseits auf Erzählungen, Deutungen, Erinnerungen. Wenn der oberbayerische Flüchtlingshelfer Angela Merkel zitiert, in dem Bemühen zu sagen, dass man die Ankunft zahlreicher Menschen aus der Ukraine logistisch bewältigen werde, so wie man auch 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise bewältigt habe, dann bezieht er sich auf eine Deutung von Merkels Satz, die ihn aus seinem historischen Kontext der Jahrespressekonferenz vom 31. August 2015, in der der Satz »Wir schaffen das« Merkels Antwort auf die Proteste von Heidenau war. Ich möchte nur auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Was nützt uns die Geschichte? Zwar ist es richtig, dass die Frage in dem Sinne, in dem Nietzsche sich mit ihr auseinandergesetzt hat, viel zu selten gestellt wird. Aber in dem Sinne, in dem ich sie in den letzten 30 Minuten wiederholt implizit gestellt habe, also wie werden Erzählungen über die Vergangenheit in der Gegenwart lanciert, verbaut, umgedeutet und so weiter, ist es eine Frage, die sich Historikerinnen und Historiker dauernd stellen. Man könnte ja Geschichte in der Frage, was nützt uns die Geschichte, nicht nur als Erzählung über die Vergangenheit verstehen, sondern in weiterem Sinne als die professionelle Arbeit, die die Vergangenheit einschließlich ihrer Manifestation in der Gegenwart zum Gegenstand hat. Also Arbeit an, mit der Vergangenheit.
Und ein wichtiger Teil dieser Arbeit, so wie ich sie verstehe, und ich spreche da wirklich nur für mich selbst, ist eine Kritik von Geschichte, Geschichten und Erinnerung. Oft beinhaltet eine solche Kritik auch eine Kritik der Gegenwart oder weniger bombastisch ausgedrückt gegenwärtiger Verhältnisse. Ich behaupte, dass das, also eine Kritik von Geschichte, Geschichten und Erinnerung, rein unter dem Gesichtspunkt ihrer Nützlichkeit der wichtigste Teil meiner eigenen Arbeit ist. Unter dem Gesichtspunkt ihrer Nützlichkeit ist es auch wichtig, Geschichte zu produzieren oder zu mobilisieren, um aktiv in das Gegenwartsgeschehen einzugreifen. So kann es zum Beispiel nützlich sein für Althistorikerinnen und Althistoriker, die Mobilität der Menschen in der Antike zu betonen, um damit denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die behaupten, dass Menschen von Natur aus sesshaft seien, nie ihre Heimat verlassen und schon gar nicht ihre Heimat verlassen wollen, dass also Migration etwas Unnatürliches sei. Wichtig wäre hier nur, dass derlei Interventionen von selbstkritischer Reflexion begleitet werden. Es kann nützlich sein, Geschichte zu produzieren oder zu mobilisieren, um zu einem besseren Verständnis der Gegenwart zu kommen. So ist es nützlich, dass Historikerinnen und Historiker der Weimarer Republik sich jetzt zu Wort melden, um an das 100-jährige Jubiläum des Vertrages von Rapallo zwischen der Sowjetunion und Deutschland zu erinnern und zu erklären, inwiefern der Argwohn von Deutschlands Verbündeten hinsichtlich seiner Haltung zu Russland eine lange Vorgeschichte hat. Historische Arbeit ist auch nützlich, wenn sie sich mit scheinbar Nutzlosem beschäftigt. Was meine ich damit? Ich sagte ja anfangs, es werde gemeinhin angenommen, die Geschichte helfe uns bei unserer Verortung in der Welt und sie mache es möglich, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Eine solche Sicht auf Geschichte, Geschichte im Sinne von erzählter Vergangenheit, setzt voraus, dass wir an ihr insofern interessiert sind, als sie eine Vorform der Gegenwart erzählt. Mit anderen Worten, nur die für die Gegenwart relevante Geschichte zählt. Was einmal passiert ist, aber keine Bedeutung für die Gegenwart hat, kann somit außer Acht gelassen werden. Was wäre die Alternative? Es gab in der Geschichte viele Sackgassen, das heißt Entwicklungen, die ins Leere führen. Elemente unserer Gegenwart können sich auch als derartige Sackgassen herausstellen. Bei einigen Elementen können wir sagen, hoffentlich. Dass etwas einmal eine Sackgasse war, bedeutet aber nicht, dass es nie wiederkehren wird. Geschichte verläuft nicht immer kontinuierlich, linear. Sie verläuft nicht immer als Prozess. Es gibt Zeitensprünge, Rückwärts- und Seitwärtsbewegungen, manchmal sogar eine neue Zeitrechnung. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Ein Blick auf die Vergangenheit, der sich auch und gerade auf die Sackgassen der Geschichte richtet, die dem Vergessen preisgegeben wurden oder nur noch als Spuk wahrgenommen werden, sensibilisiert unseren Blick auch für das Potenzial der Zukunft, die eben etwas anderes sein kann als ein immer weiter so. Ich will das an einem Beispiel einer kurzen Geschichte des Rechts auf Asyl verdeutlichen. Der Ursprung des Asylbegriffs liegt im antiken Griechenland, wo Asylon einen Ort, wie zum Beispiel einen Tempel, bezeichnete, von dem Schutzflehende nicht entfernt werden durften. Einen ähnlichen ortsabhängigen und zumeist religiös fundierten Schutz gab es auch in anderen vormodernen Gesellschaften, zum Beispiel im europäischen Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Anders als in der Moderne war die Asylgewährung nicht von einer Nichtzugehörigkeit zu einem Gemeinwesen abhängig. Im modernen Völkerrecht ist der Asylbegriff nicht verbindlich und eindeutig definiert. Er bezieht sich vor allem auf das Recht von Nationalstaaten, Ausländerinnen und Ausländern, die auf ihrem Territorium Schutz gesucht haben, nicht an ihren Heimatstaat auszuliefern.
Und er bezieht sich auf das daraus abgeleitete Privileg, Bedingungen festzulegen, unter denen Zuflucht gewährt wird. Davon abweichend kann der Begriff aber auch das Recht von Personen bezeichnen, das Recht von Personen, den Schutz von Staaten, deren Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen, in Anspruch zu nehmen. Doch während das Recht der Nationalstaaten, Asyl zu gewähren, Bestandteil des geltenden Völkerrechts ist, gibt es keinen völkerrechtlich verbrieften Individualanspruch auf Asyl. Keinen, null. Die Begründer des modernen Völkerrechts gestanden übereinstimmend Staaten das Recht der Asylgewährung zu. Das Recht, Asyl zu gewähren, wurde sogar zum Merkmal der Souveränität des Nationalstaats. Ein derart verkürztes Recht auf Asyl fand im 20. Jahrhundert Eingang in einen Text, der eigentlich zum Ziel hatte, die Menschenrechte gegenüber nationalstaatlicher Willkür zu schützen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 heißt es in Artikel 14 Absatz 1, jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Der Völkerrechtler Otto Kümmenich bemerkte dazu einmal treffend, dass dieses Recht, Asyl zu suchen, nichts anderes bedeute, als das Recht, sich auf die Flucht zu begeben. Aber nur ein Jahr bevor die UN-Vollversammlung die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete, hatten sich die Delegationen in der Kommission für Menschenrechte, die diese Allgemeine Erklärung entwarf, auf einen Textentwurf geeinigt, der ein expansives Recht auf Asyl enthielt. Everyone shall have the right to seek and be granted asylum from persecution. Also jeder hat das Recht, Asyl zu suchen, aber auch Asyl zu erhalten. Das insbesondere von der französischen Delegation favorisierte individuelle Recht auf Asyl wurde bei den weiteren Beratungen mit der Begründung kassiert, es bedeute einen unzumutbaren Eingriff in die Souveränität der Nationalstaaten. Doch hieß die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung im Dezember 1948 nicht, dass damit der Kampf um ein individuelles Asylrecht aufgegeben wurde. Denn viele Völkerrechtler und auch Völkerrechtler, die für Regierungen tätig waren, lehnten die Formulierung des Artikels 14 Absatz 1 als völlig ungenügend ab. In den 1950er und 1960er Jahren war die UN-Kommission für Menschenrechte bestrebt, die bürgerlichen und politischen Rechte der Allgemeinen Erklärung, die, wie der Name schon sagt, nur eine Erklärung ist, also keine rechtlich nicht bindend ist, diese Rechte in einem bindenden internationalen Vertrag, dem sogenannten Zivilpakt, zu kodifizieren. Die Kommission entschied, den Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung nicht in diesen Zivilpakt aufzunehmen. Das ist das einzige politische Recht aus der Allgemeinen Erklärung, der keinen Eingang in diesen Zivilpakt fand. Und sie tat das deswegen, weil die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten im allgemeinen Recht auf Asyl eine Beschneidung ihrer nationalen Hoheitsrechte und eine Gefährdung ihrer Sicherheitsinteressen sahen. Stattdessen verständigte sich die Kommission auf eine weitere Resolution der UN-Vollversammlung, die sogenannte Erklärung über territoriales Asyl vom September 1967. Als ersten Schritt zu einem völkerrechtlich verbindlichen Abkommen. Deren Formulierung ging insofern über die Allgemeine Erklärung von 1948 hinaus, als dass sich die Staatengemeinschaft für die Gewährung von Asyl verantwortlich erklärte. Artikel 2 bestimmt unter anderem, die Lage der asylsuchenden Personen ist Gegenstand der Sorge der internationalen Gemeinschaft. Hat ein Staat Schwierigkeiten, Asyl zu gewähren oder seine Asylgewährung fortzusetzen, so erwägen die Staaten im Geiste internationaler Solidarität jeder für sich oder gemeinsam oder mit Hilfe der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen, um die Bürde jenes Staates zu erleichtern. Die Erwartung, dass dieser Erklärung eine
Asylkonvention, also sozusagen das Pendant zur Flüchtlingskonvention von 1951, dass dieser Erklärung eine Asylkonvention folgen würde, die ein Recht auf Asyl festschreibt, erfüllte sich nicht. Eine zur Ausarbeitung einer solchen Konvention in Genf Anfang 1977 abgehaltene UN-Konferenz, an der 92 Staaten teilnahmen, endete ergebnislos. Und damit war der Versuch, ein Recht auf Asyl im Völkerrecht zu verankern, bis auf Weiteres gescheitert. Die Geschichte, oder genauer gesagt die Entwicklung des internationalen Rechts auf Asyl seit 1947, endete 1977 in einer Sackgasse. Von ihr ist kaum noch die Rede. Das Ende dieser Sackgasse, also das heißt die von der UN einberufene Konferenz in Genf 1977, ist vollends in Vergessenheit geraten. Wenn heute vom Asylrecht die Rede ist, dann wird gemeinhin angenommen, dass das etwas mit der Flüchtlingskonvention von 1951 zu tun habe, obwohl das Wort Asyl in den Artikeln dieser Konvention überhaupt nicht vorkommt. Der Asylstatus wird in der Regel als eine Vorstufe des Flüchtlingsstatus begriffen. Asylsuchende, die das Kriterium des Artikels 1 der Flüchtlingskonvention erfüllen, erhalten eben diesen Flüchtlingsstatus. Wie mag man einwenden, dass etliche Länder, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, ein Recht auf Asyl in ihrer Verfassung verankert haben? Praktisch ist das allerdings nicht von großer Bedeutung, denn lange Zeit war die Asylgewährungspraxis so restriktiv, dass die Zahl der Menschen, die ein Recht auf Asyl bekamen, sehr klein war. Und heute ist das so, dass dass der Flüchtlingsstatus in erster Linie aufgrund des Artikels 1 der Genfer Flüchtlingskonvention entschieden wird. Also in Deutschland lag die Schutzquote 2021, also die Quote derjenigen, die einen Schutzstatus, welcher Form auch immer, erhielten unter allen Asylsuchenden, bei 43%. Und die Quote derjenigen, die als Asylberechtigte oder Familienangehörige von Asylberechtigten nach Artikel 16a des Grundgesetzes anerkannt wurden, lag bei 0,8%. Wenn von den Ursprüngen internationalen Asylrechts die Rede ist, dann wird in der Regel auf den Zweiten Weltkrieg beziehungsweise auf das, was die internationale Staatengemeinschaft aus diesem Krieg gelernt habe, verwiesen. Den Verfechtern eines Rechts auf Asyl, das in verwässerter Form im Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten ist, ging es tatsächlich um einen Neuanfang. Ein Neuanfang nach der Katastrophe des Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Ein Neuanfang, in dem die Rechte und Pflichten der Nationalstaaten neu definiert werden würden. Für die Geburtshelfer der Flüchtlingskonvention dagegen ging es allein um die Bewältigung der Folgen von Flucht und Vertreibung. Tragisch an dieser Geschichte ist, dass in dem Maße, in dem diese Sackgasse der Geschichte in Vergessenheit geraten ist, damit auch die möglichen Lösungsansätze, nicht zuletzt die Idee vertraglich vereinbarter internationaler Solidarität, aus dem Bewusstsein verschwunden sind. Ich will noch einen letzten Grund erwähnen, warum meiner Ansicht nach Geschichte im Sinne von Darstellung der Vergangenheit, aber auch der mit dieser Darstellung verbundenen Arbeit, warum meiner Ansicht nach Geschichte nützlich sein kann. Ich hatte ja zu Beginn dieser Vorlesung davon gesprochen, dass bestimmte Geschichten bei Versuchen, die Gegenwart zu deuten, nicht vorkommen. So ist, wenn über die Ukraine-Flüchtlinge gesprochen wird, kaum die Rede von den Kriegsflüchtlingen aus Kroatien, Bosnien und dem Kosovo. Eine kritische historische Praxis könnte diese blinden Flecken benennen. Das würde deshalb geschehen,
weil es Aufgabe einer solchen Praxis ist, die Produktion und Mobilisierung von Erinnerung, Geschichte und Geschichten kritisch zu hinterfragen und nicht so sehr, weil das Schicksal dieser Kriegsflüchtlinge an sich es verdient, erzählt zu werden. Aber es gibt auch blinde Flecken, Erinnerungslücken, Vergesslichkeiten, die an sich eine Aufforderung an Historikerinnen und Historiker sind, gegen sie anzuschreiben. Hier möchte ich jetzt etwas weiter ausholen. Und, jetzt kommen ein paar Bemerkungen, die vorwegnehmen, womit diese Ringvorlesung endet, eine Diskussion über Migrationsmuseen. Ich war neulich im Berliner Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. In vielerlei Hinsicht war ich angenehm überrascht von der Ausstellung und brachte mehrere Stunden dort zu, weitaus länger, als ich geplant hatte. Angenehm überrascht war ich, weil ich nach den jahrelangen leidigen Diskussionen revisionistische Untertöne erwartet hatte. Aber ich fand die Ausstellung auch zum Teil unbefriedigend. Warum musste alles so glatt sein? So ganz ohne Kanten, ohne den Hauch von unbotmäßigem Pathos. Warum gab es scheinbar nicht das Bemühen, die Besucher verstört oder aufgewühlt oder mit vielen Fragen zurückzulassen? Es war zwar gut, dass es nicht allein um die Vertreibung Deutscher im Ausgang des Zweiten Weltkriegs ging, aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass Flucht und Vertreibung normalisiert wurden und somit auch etwas von ihrem Schrecken verloren. Und trotz des lobenswerten Fokus auf Nationalismus und den Nationalstaat als Bedingung für Flucht und Vertreibung heute, schien mir die Ausstellung auch die Erfahrung von Flucht und Vertreibung zu universalisieren. Und die Flüchtlinge und Vertriebenen, nicht nur die deutschen Vertriebenen, gingen bei dem Bemühen, nichts Falsches zu sagen und keine Emotionen zu schüren, ein wenig unter. Kurz nach meinem Besuch in der Ausstellung las ich Christiane Hoffmanns Anfang des Jahres erschienenen Bestseller »Alles, was wir nicht erinnern«. Dessen Erfolg hat sicher auch etwas damit zu tun, dass der Text verstört und Fragen provoziert. Hoffmann war auch in der Ausstellung gewesen und schreibt im Epilog ihres Buches, dass sie enttäuscht gewesen sei, weil sie etwas gesucht hätte, das zu Herzen geht, das sie aber in der Ausstellung nicht gefunden habe. Anders als Hoffmann war ich nicht auf der Suche nach Trost, auch wenn ich genau wie sie in einer Familie aufwuchs, die vom vertriebenen Schicksal der Eltern- und Großelterngeneration geprägt war. Aber auch mir ging die Ausstellung am Ende zu wenig zu Herzen. Das lag, glaube ich, daran, dass sie sich nicht energisch genug kümmerte um die, deren Schicksale vergessen wurden. Zu wenig Parteinahme zeigte für die, die keine Stimme hatten. Zu viel Rücksicht nahm auf die Unangreifbarkeit ihrer Darstellung des großen Ganzen. Nun bewegen sich Geschichtsmuseen notgedrungen innerhalb eng gesetzter Grenzen, zumal wenn es sich um ein nationales Geschichtsmuseum wie in diesem Fall handelt. Für mich oder für jemand wie Christiane Hoffmann, deren Buch auch eine Familiengeschichte ist, gibt es diese Grenzen glücklicherweise nicht. Vor genau 150 Jahren, ein Jahr bevor Nietzsches Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben entstand, veröffentlichte der französische Historiker Jules Michelet den zweiten Band seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts. In deren Einleitung gibt es einen bemerkenswerten Passus, der Anfang der 50er Jahre von Roland Barthes wiederentdeckt wurde und der mich, seit ich ihn das erste Mal bei Barthes las, nicht losgelassen hat. Michelet vergleicht darin die Aufgabe des Historikers mit der eines Magistrats, der sich von Amts wegen um die Toten und ihre Hinterlassenschaft kümmert. Es sei die Pflicht des Historikers, schreibt Michelet,
den allzu sehr in Vergessenheit geratenen Toten Beistand zu gewähren. Dies auch deshalb, weil die Gerechtigkeit des Magistrats und der Historikerin verlässlicher sein könnte als die vergessenen Zärtlichkeiten und so rasch getrockneten Tränen der Hinterbliebenen. Der australische Historiker Greg Denning schrieb einmal, dass er sich verpflichtet fühle, besondere Aufmerksamkeit denen zuteilwerden zu lassen, on whom the forces of the world press most hardly. Denning und Michelet wollten Geschichte schreiben, um den Verlierern der Geschichte und den allzu sehr in Vergessenheit geratenen Toten posthume Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es gibt Gründe, warum gerade die Toten einen Anspruch auf derlei Gerechtigkeit haben, aber ich möchte dafür plädieren, die besondere Aufmerksamkeit, von der Denning spricht, auch den Lebenden teilwerden zu lassen. Denen, on whom the forces of the world press most hardly. Bei Geschichten von Flucht und Vertreibung sollte es meiner Meinung nach nicht nur um das große Ganze gehen, und das soll es auch gehen, aber nicht nur und schon gar nicht nur um die Flüchtlinge und Vertriebene, von denen ich annehmen kann, dass ihr Schicksal meinen Lesern etwas bedeutet, weil meine Geschichte an bereits vorhandene Geschichten und Erinnerungen anknüpft. Bei dem Buch, das ich zurzeit schreibe, eine Geschichte des Umgangs mit Flüchtlingen im wiedervereinigten Deutschland, exemplarisch dargestellt anhand des Bezirks Hamburg-Altona und des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, sollen auch bedeutungslose und in Vergessenheit geratene Menschen vorkommen. Aber das nicht, um ein großes Ganzes zu illustrieren. Geschichten wie zum Beispiel die von B. aus Buenaventura in Kolumbien, der Hamburg 2005 als blinder Passagier an Bord eines Containerschiffes erreichte. Der Wasserschutzpolizei in Hamburg erzählte er, ich bin vor der Gewalt in meiner Heimat geflüchtet. Von der Gewalt in Buenaventura wusste man auch im fernen Hamburg, denn deutsche Medien hatten 3 Monate vor B.s Ankunft ausführlich von einem Massaker dort berichtet, bei dem 12 junge Männer in B.s Alter erschossen und mit Folterspuren aufgefunden worden waren. Den deutschen Beamten, die ihn als einen sogenannten Einschleicher behandelten, das ist die offizielle Terminologie für blinde Passagiere, sagte B., dass er Angst davor habe, gezwungen zu werden, für die Paramilitärs zu arbeiten. Er gab zu Protokoll, Zitat, eines Tages werden sie mich greifen, mich zu ihnen in den Untergrund ziehen und dann muss ich für sie töten gehen. Ich hoffe, wenn wir hier Asyl bekommen, wie er sagt, weil er noch einen Freund dabei hat, dass sich unsere Lebensumstände verbessern. Nach seiner Vernehmung wurde B. wieder an Bord des Containerschiffes gebracht. Und die Reederei wurde dazu verpflichtet, ihn nach Kolumbien zurückzubringen. Ja, B. habe von Asyl gesprochen, aber das sei nicht als qualifizierter Asylantrag zu werten, erläuterte der zuständige Beamte der Wasserschutzpolizei. B. hoffe nämlich vor allem, dass es ihm wirtschaftlich besser gehe. Sein Leben sei offensichtlich nicht direkt bedroht. Oder eine Geschichte wie zum Beispiel die der Roma-Familie A. aus dem Kosovo, die sich, nachdem sie 10 Jahre als abgelehnte oder geduldete Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft im Osterzgebirge, nachdem sie 10 Jahre dort gelebt hatten, an den sächsischen Ausländerbeauftragten wandten. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich vorstellen können, was es heißt, 10 Jahre lang in einer Gemeinschaftsunterkunft im Osterzgebirge in den 90er Jahren zu leben, aber versuchen Sie es mal. Also Zitat aus diesem Brief. Wir waren am Anfang 92 sehr gesund und damals konnten wir auch beide arbeiten. Aber leider haben wir keine Chance gehabt zu arbeiten, weil die Ausländerbehörde immer gesagt hat, ihr lebt mit Sozial und wird auch immer mit Sozial leben.
dieses Jahr, 2002, haben die gesagt, dass wir arbeiten dürfen. Leider können wir jetzt nicht mehr arbeiten, weil wir krank geworden sind. Dieser Briefwechsel zwischen dem Ausländerbeauftragten und der Familie A dauert etwa 2 Jahre, sehr umfangreich, und dann bricht er ab. Ein Mann aus dem Kosovo, der im gleichen Heim wohnte und den ich nach den A's fragte, meinte sich zu erinnern, dass sie letztendlich abgeschoben wurden. Kommen wir zum Schluss. Nachteilig sind Geschichten von Zwangsmigration, wenn sie die Vergangenheit mythologisieren, wenn sie zur Verfestigung ungerechter Verhältnisse beitragen und wenn sie die Vergangenheit nur aus der Perspektive der Gegenwart wahrnehmen und somit die Sackgassen der Geschichte, die auch alternative Zukunftsentwürfe enthalten, ausblenden. Nützlich kann Geschichte sein, wenn sie sich kritisch mit kursierenden Erinnerungen und Geschichten auseinandersetzt, wenn sie Geschichte und Geschichten produziert oder mobilisiert, die uns helfen, für gerechte Verhältnisse einzutreten und die Gegenwart in eine kritische Lage zu bringen, wie Walter Benjamin das mal ausgedrückt hat. Nützlich kann Geschichte meiner Meinung nach auch gerade dann sein, wenn sie sich mit Unnützem beschäftigt, mit totgesagten Sackgassen und mit den Verlierern der Geschichte, auch wenn diese bereits tot sind und zu einer vermeintlich abgeschlossenen Vergangenheit gehören. Denn da halte ich es mit William Faulkner, der sagte, "The past is never dead. It's not even past." Bitte schön. But it's past now. Yeah.